Ich begrüße Keke Rosberg auch an diesem Wochenende wieder Co-Kommentator und Co-Moderator für VOX. Keke, es sieht so aus, als hätten alle Teams ihre Hausaufgaben gemacht seit Hockenheim. Im ersten Zeittraining hat jeder Hersteller mindestens 3 Autos unter die ersten 10 gefahren. Das verspricht doch eine ganze Menge Spannung, oder? Ja, es sieht sehr gut aus für diese Woche. Die haben, alle Hersteller haben sehr hart gearbeitet in der Pause zwischen Hockenheim und Nürburgring. Alfa war in Mugello, Opel waren in Portugal in Estoril und Mercedes in Deutschland geblieben. Ich glaube, Larini hat alleine 7 Renndistanzen gefahren nach dem Reifendilemma, was Alfa in Hockenheim erlebt hat. Und ich glaube schon, dass wir von Alfa viel sehen werden diese Wochenenden. Reuter und Magnusson, die Sieger von Hockenheim, sind das automatisch auch hier wieder die Favoriten oder haben Sie vielleicht am Nürburgring ganz andere? Nein, auf keinen Fall. Die Ausgeglichenheit ist sehr groß. Wir haben 12, 14 Fahrzeuge in einer Sekunde. Und ich glaube, Magnusson spielt jetzt die zweite Rolle bei Mercedes diese Woche, so wie es aussieht. Und vielleicht gibt es sogar bei Opel einen anderen Favorit wie direkt Reuter diese Wochenende, wo Manuel natürlich mit seiner Erfahrung immer gefährlich ist. Es gibt, Keke, im Rennzirkus die Leute im Rampenlicht und es gibt die im Schatten der Stars und die arbeiten garantiert nicht weniger, die Mechaniker. Peter von Saalfeld hat sie endlich mal ins rechte Licht gerückt. Herzlich willkommen. Wer als Fan, Gast oder gar VIP die ITC besucht, der könnte vielleicht auf die Idee kommen, hier herrscht nur das süße Leben. Alle Beteiligten genießen die Reisen, das gute Essen, die interessanten Menschen und viel Freizeit. Stimmt doch, oder? Wer erzählt denn so einen Quatsch? Ah, stimmt nicht. So ein Blödsinn. Schön wär's. Also, man sollte sich nicht blenden lassen vom schönen Schein. Hinter jedem blank geputzten Fahrzeug auf der Strecke und im Fahrerlager steckt natürlich Arbeit. Viel, viel Arbeit. Es geht in jedem Team in der ITC vor allem darum, die Hektik des Rennalltags irgendwie in den Griff zu kriegen. Mit Disziplin und einer klaren Aufgabenverteilung. Es ist eigentlich relativ locker bei uns. Wir sind 3 Mechaniker pro Auto. Wir sind alle gleichgestellt. Darüber haben wir einen Ingenieur pro Fahrzeug und dann kommt die Teamleitung, Management und so weiter. Streng sicherlich, diszipliniert, allerdings Spaß haben wir trotzdem jede Menge. Und schöne geregelte Arbeitszeiten? Ja, geregelt 18 Stunden am Tag. Die Geschichte eines Rennmechanikers ist immer auch eine kleine unendliche Geschichte der Zeit. Damit der Fahrer auf der Strecke weniger Zeit braucht, arbeitet die Boxencrew umso länger. Und das eben nicht nur während der Rennwochenenden. Wir waren letzte Woche 4 Tage in Estoril testen und da sind 85 Arbeitsstunden bei draufgekommen. Und da kannst du ausrechnen, wie viele Stunden wir im Hotel waren. Besonders hart wird die Sache natürlich, wenn mal ein Fahrer ein mühsam aufgebautes Auto verbeult wieder zurückbringt. Hier beweist sich der Teamgeist von allen, ohne den in der ITC gar nichts ginge. Da kann man einem Fahrenden sauer sein. Wenn ein Fahrer dann noch kommt, das war ein Fehler von mir und nicht uns irgendwie die Schuld gibt, sondern klipp und klar sagt, dass es ein Fahrfehler war, kann man nicht sauer sein. Naja, man ist enttäuscht, wenn man halt wieder viele Stunden investieren muss. Also nicht wie im Plan, man hat Feierabend, sondern man muss halt nachts nochmal durcharbeiten. Aber ansonsten denke ich, ist schon ein sehr gutes Verhältnis. Das wirkt sich auf seine Nerven aus. Der muss sehen, dass wir dahinter stehen. Auch wenn er einen Fehler macht, stehen wir dahinter. Also das ist für uns kein Problem. Ein bisschen Psychologe sollte man also auch noch sein in diesem Job. Aber, meine Herren Mechaniker, nicht nur die Piloten, sondern auch die 3 Sportchefs von Opel, Alfa und Mercedes, die wissen, was sie an euch haben. Wir würden kein einziges Auto auf der Rennstrecke bekommen, wenn ihr nicht solche wirklichen Profis wärt. Und ohne euch wären wir gar nichts. Grazie, grazie mille a tutti i meccanici, technici, gli ingegneri dell'Alfa Romeo. Vielen Dank, Jungs. Ohne euch würde hier überhaupt nichts laufen.